Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Lärmblock. Hallo Sandra. Hallo. Sandra hat gerade gemeint, dass heute ist es lauter als sonst hier. Hinten würde eine Pumpe rühren. Aber witzigerweise, die Pumpe direkt hinter dir hat gestern Schaden gezeigt. Also stromseitig, die läuft zwar noch, aber vielleicht hast du da wirklich ein Gehör. Zweitkarriere, du wirst Pumpentester. Hör mit dem Tierarzt-Scheiß auf und dann Pumpentester. Ja. Ich würde eigentlich lieber mal in die Oper gehen. Einfach mal in die Industrie, trau dich mal. Nicht nur da an Teichen rumhängen im Sommer. So, ein Thema, das dich vielleicht interessiert. Es wird von Andreas angerissen. Hallo Herr Kammerer, vielen Dank für die tollen Blogs. Ich habe einige Fragen zum Thema KHV. KHV ist die wohlgefürchtetste Koi-Krankheit, die uns das Hobby richtig verderben kann. Dem kann ich beipflichten. Können streunende Katze, Hunden, Vögel, die mit dem Teichwasser in Berührung kommen bzw. trinken, den Virus übertragen? Können Wasserpflanzen oder Filtermaterial den Virus übertragen? Und wenn ja, wie kann man das Filtermaterial reinigen? Können Stechmücken oder Libellen den Virus übertragen? In Klammer Eier in einem noch gesunden Teich ablegen? Und zu guter Letzt, kann man im Falle, dass man in einem infizierten Teich gefasst hat, die Erreger mit einem Desinfektionsmittel losbekommen? Vielen Dank für die Blogs, den Sie darüber machen werden. Vielen Dank für den Blog, den Sie darüber machen werden. Das war antizipativ. Viele Grüße, Andreas. So, mit was fangen wir an? Katzen, Hunde, Vögel, können die KHV übertragen? Also kaum. Also das, nur ein bisschen, oder? Nein, es wäre absolut unwahrscheinlich. Also extrem unwahrscheinlich. Bei den Vögeln gibt es im Prinzip... Wie lange kann das Virus im Wasser, in der Feuchtigkeit überleben? Also 6 Stunden habe ich mal gehört. Ja, im Wasser überlebt das Virus vielleicht auch an bestimmten Stellen einige Tage, aber unter einer Woche nach allen Untersuchungen, die ich kenne, im freien Wasser. Es ist ein Virus, das sehr umweltlabil ist, also an der Luft, Trockenheit, Schicht im Schatten. Keine Übertragung mehr. Auch Desinfektionsmittel müssen nicht ganz besonders ausgeklügelt sein, sondern handelsübliche Viruzide, also virenabtötende Desinfektionsmittel funktionieren. Also das KH-Virus ist zwar ein sehr böses Virus, wenn es mal im Fisch drinnen ist, aber an der Umwelt macht es eigentlich nicht sehr lange ein Problem. Wasserpflanzen und Filtermaterial? Schon eher überall, wo es feucht ist. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Erkenntnisse, aber zwischen Stunden und Tage kann das Virus sich sicherlich halten, ja. Wie kann man das Filtermaterial reinigen? Bei den Wasserpflanzen ist natürlich die Biotonne die einzige Möglichkeit. Gut, theoretisch. Aber wenn ich die Wasserpflanze dann 4 Wochen irgendwo drin stehen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit auch gering. Würdest du dich das trauen? Ja, sicher. Du hättest einen 100.000 Euro teuren Koi-Bestand. Du weißt, die Wasserpflanze kommt aus dem KHV-infizierten Wasser. Und du stellst Nein. jetzt 4 Wochen hin und du würdest sie dann bei dir in den Teich setzen. Nein, definitiv. Also du traust dich auch nicht, dann ist das auch beantwortet. Filtermaterial, wie kann man das reinigen? Durch Trockenheit. Trockenheit. Genau. Mal in die Sauna stecken bei 60 Grad oder Desinfektion. Dann, ja. Desinfektion mit Chloramin-T zum Beispiel oder auch Kaliumpermanganat. Das wäre theoretisch auch noch eine Lösung. Wer seine Wasserpflanzen liebt, kann auch, wie wir Aquarianer früher, Kaliumpermanganat-Dips mit den Pflanzen machen. Können Stechmücken oder Libellen das Virus übertragen? Da reicht doch irgendwann die Virenanzahl gar nicht mehr, oder? Richtig. Weiß man eigentlich, wie viele Viren man braucht, um es zu übertragen? Ja, aber ich weiß es jetzt nicht auswendig, das müsste ich nachschauen. Aber es gibt immer eine Mindestinfektionsdosis, das ist bekannt. Und auch die Mindestinfektionsdosis für KH-Virus ist bekannt und steht bestimmt irgendwo in einer Veröffentlichung aus der TIHO Hannover. Und zu guter Letzt kann man im Falle, dass man in einen infizierten Teich gefasst hat, die Erreger mit einem Desinfektionsmittel losbekommen? Hände waschen, gut abtrocknen und wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt noch ein bisschen Sterilium, Virogard und dann ist die Sache ausgestanden. Ihr Koi-Tierärzte desinfiziert ja eure Hände immer, euer Werkzeug. Hände waschen, Werkzeug desinfizieren, sauber machen vorher ist eigentlich schon mal der springende Punkt, weil beim Saubermachen gehen schon 99,9% der Viren verloren.
von der Hand oder dem Besteck runter. Und wie desinfiziert ihr dann? Ihr seid ja am Tag an 10 Teichen. Wie desinfiziert ihr dann immer zwischendrin? Es gibt unterschiedliches Besteck. Also man kann den Besteckkasten von Teich zu Teich. Ach, du hast mehrere Kästen. Das ist die einfachste Lösung. Und man kann natürlich auch durch Saubermachen und mit Virogard-Desinfektion des Bestecks sauber kriegen. Und das Allerwichtigste, das ist der Grund, warum wir sehr häufig mit so gelüfteten Taschen unterwegs sind, Trockenheit ist die sicherste Möglichkeit. Hat ja schon mal ein Kunde versucht, ich frage jetzt mal ganz indiskret, hat ja schon mal versucht, einen Kunde anzuhängen, dass die Krankheit, muss ja nicht zwingend KHV sein, von dir in seinen Teich eingeschleppt wurde? Nein, aber ich habe mal ein Gutachten geschrieben, wo das einem Kollegen unterstellt wurde. Bei KHV? Bei KHV und das ist eben tatsächlich, wenn man normal arbeitet, und wie ging das nachher aus, wie ist Homberg geschießen? Das ist natürlich nicht nachweisbar gewesen, weil der Kollege auch ganz normal so arbeitet, wie es die gute fachliche Praxis erfordert. Okay. Ich sehe, Philipp kommt gerade. Ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet. Ich muss jetzt ganz schnell Schluss machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.